Feedback ist ja grundsätzlich etwas Wichtiges. Immer, überall und für jeden. Ja, und Feedback ist insbesondere dann richtig und wichtig, wenn man auch Nutzen daraus zieht, etwas Neues kreiert. Und wie dieser Prozess genau bei Europace abläuft, das erzählt euch jetzt Lisa Holschen. Da sitzt sie schon. Hallo, Lisa Holschen hier von Europace. Ah, hallo Olli. Ja klar, du kannst mir immer dein Feedback geben. Als UX-Researcherin von Europace bin ich ja dazu da, das ganze Feedback und die Meinung von unseren Nutzern einzuholen. Um was geht's denn? Okay. Super, das passt sehr gut zu dem nächsten Feature, was wir vorhaben. Wir haben immer Themen auf der Roadmap, die gehen wir so nach und nach an. Und bevor wir dann ein Thema starten, sammeln wir dann erstmal alles zusammen, was wir gehört haben schon. Also so wie dein Feedback jetzt. Darf ich dich dann vielleicht nochmal in nächster Zeit anrufen, wenn ich noch weitere Fragen dazu habe? Super, vielen Dank. Bis dann. So, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Und zwar geht es heute darum, wie euer Feedback zu einem Feature wird. Und den Prozess, den möchte ich heute mit euch einmal durchgehen. Als Beispiel nehme ich dafür Finn, unseren Finanzierungsassistenten, denn dafür mache ich hauptsächlich Research. Bei Finn haben wir damit gestartet, mit dem ersten Feature, dass der Verbraucher Dokumente hochladen und dem Berater übermitteln kann. Und dann im nächsten Schritt ging es darum, das zweite Thema anzugehen, und zwar den umgekehrten Fall, dass nämlich auch der Berater dem Verbraucher Dokumente bereitstellen kann. Wir gehen beim Konzipieren eines neuen Features in festgelegten Phasen vor. Verstehen, untersuchen, umsetzen. Und was genau hinter den einzelnen Phasen steckt, gehe ich jetzt mit euch Schritt für Schritt durch. Als erstes geht es darum, Empathie mit dem Nutzer aufzubauen, also genau zu verstehen, was er macht und welche Probleme er dabei hat. Erst dann können wir definieren, welches Problem wir ganz genau angehen wollen. Dafür entwickeln wir Ideen, wie eine Lösung aussehen kann. Diese Ideen werden in einem Prototypen umgesetzt, den wir testen. Das machen wir so lange, bis wir eine Idee und einen Prototypen haben, der das definierte Problem löst. Erst dann kann es technisch implementiert werden. Als erstes stellen wir uns also immer die Frage, was brauchen unsere Nutzer? Also in dem Finn-Beispiel, wie übermitteln die Berater aktuell Dokumente, wo gibt es dabei Probleme und was können wir daran noch verbessern? Und dazu führen wir Interviews, denn wir wissen natürlich nicht im Detail, wie eure Arbeitsabläufe so sind, und in eure Köpfe gucken, wie es euch dabei geht, können wir natürlich auch nicht. Hallo Olli, ich bin's, Lisa von Europace. Du, ich wollte fragen, ob du vielleicht in nächster Zeit nochmal Zeit hättest für mich, eine halbe Stunde, um ein Interview zu führen, weil ich gerne wissen möchte, wie du aktuell Dokumente an deine Kunden sendest. Perfekt, das hilft mir sehr weiter. Dann sprechen wir uns übermorgen. Ich stelle uns ein Videomeeting ein. Bis dann. Ciao. Genau, wir sprechen immer mit unterschiedlichen Beratern und führen Interviews, fassen das dann zusammen, weil dann können wir sehen, wo es Unterschiede gibt und auch, wo die größten Probleme bei allen Beratern liegen. Wenn wir aber auch mal ganz konkrete Fragen haben und eher wissen wollen, wie viele Berater zu einem Thema ein bestimmtes Problem haben, dann führen wir auch mal eine Online-Umfrage durch. Vielleicht habt ihr im Juli ja auch an der Umfrage zu Unterlagen teilgenommen. Da wollten wir nämlich wissen, wann ihr welche Unterlagen an eure Kunden sendet. Bei Finn haben wir zum Beispiel gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass ihr über den kompletten Prozess hinweg Unterlagen an eure Kunden versenden könnt. Also von ganz am Anfang die Selbstauskunft noch vor dem ersten Gespräch, dann die Unterlagen von den Banken im Verlaufe des Prozesses, dann kurz bevor es an die Unterschrift geht, die Verträge zur Vorabansicht und auch noch nach dem Vertragsabschluss die ganzen Zahlungsunterlagen. Und diese Unterlagen kommen aus unterschiedlichsten Quellen, mal von eurem Server, mal aus dem CRM, von Europace oder auch direkt von der Bank. Wenn wir den Status quo und die aktuellen Schwierigkeiten verstanden haben, können wir festlegen, welches Problem wir genau lösen wollen. Eine Methode dafür ist es, How might we Fragen aufzustellen, also wie könnten wir Problem XY lösen. Beim Thema Dokumente an den Verbraucher übermitteln war unsere How might we-Frage, wie können wir es dem Berater ermöglichen, über den gesamten Prozess hinweg alle relevanten Dokumente aus Europace heraus an den Verbraucher zu senden. Erst wenn wir das Problem verstanden und definiert haben, entwickeln wir Ideen, wie eine Lösung aussehen könnte. Nun brauchen wir auch einen Prototypen, damit wir die Ideen, die wir entwickelt haben, auch testen können. Philipp, hast du schon die Prototypen fertig? Ah, perfekt. Vielen Dank.
So, und nun heißt es testen, testen, testen. Und das sieht ungefähr so aus. Hallo Olli, hier siehst du unseren Prototypen, den wir gebaut haben, wie du Dokumente an deine Kunden versenden kannst. Wie würdest du denn jetzt vorgehen, um Unterlagen an deinen Kunden zu senden? Also ich würde jetzt, glaube ich, hier die Dokumente auswählen. Also zum Beispiel die Selbstauskunft und dann vielleicht noch von meinem Desktop die Wegbeschreibung zu unserem Büro reinziehen. Mhm. Ja. Okay. Sehr gut. Und was gefällt dir daran, wie wir das jetzt gelöst haben? Also ich finde es gut, dass ich hier direkt sehen kann, hierbei bereitgestellt, was ich dem Kunden schon bereitgestellt habe. Das ist für mich wichtig, damit ich das einfach nachvollziehen kann. Mhm. Okay. Und was würdest du gerne noch verbessern? Also ich denke, ich würde es noch gut finden, wenn ich eine kurze Notiz noch mitschreiben könnte und anhängen könnte an die Dokumente, die ich rausgesendet habe. Damit er dann immer weiß, was er damit machen muss. Also zum Beispiel die Selbstauskunft bitte ausfüllen und zurücksenden. Mhm. Okay, super. Na dann, vielen Dank für dein Feedback. Wenn dir noch was einfällt, melde dich dann einfach gerne. Wir testen dann mit mehreren Beratern, damit wir auch wissen, was so bleiben kann und was wir noch optimieren müssen. Die Optimierung im Prototyp macht Philipp dann wieder. Und die testen wir dann wieder, kriegen wieder Feedback, passen wieder an, testen wieder. Und das machen wir so lange, bis wir zufrieden sind. Und dann ist es endlich soweit. Die Programmierer können loslegen und das wirklich technisch implementieren. Und wenn sie das dann programmiert haben und auch nochmal getestet haben, dann ist das Feature endlich live und ihr könnt es nutzen. Aber damit ist der ganze Feedback- und Weiterentwicklungsprozess noch längst nicht am Ende. Denn in der täglichen Nutzung... Hallo? Ah, hallo Olli. Ah, du hast unser neues Feature gesehen, das wir live gestellt haben. Super, na klar, dein Feedback kannst du mir dazu gerne geben. Ja, schieß los.